Herr Karrer, was hat jetzt genau den Ausschlag für den kompletten Austausch der Führungsriege bei Kony Group gegeben? Also wir kommen in eine andere Phase rein. Jetzt geht es um Fokussierung, es geht um Beschleunigung, es geht um neue Produkte und Services. Und wir glauben, dass der Zubin Karia die besten Voraussetzungen hat, um den Job zu machen. Und darum haben wir den Wechsel jetzt vom CEO bekannt gegeben. Der neue CEO Zubin Karia kommt ja als bisheriger Leiter der profitablen Division WFS Global aus dem Hause bereits. Was zeichnet ihn als neuen CEO aus und welche sind seine dringendsten Aufgaben? Was der Zubin auszeichnet, ist, er hat einen unglaublichen Unternehmergeist und Pioniergeist. So wie er das WFS-Geschäft aufgebaut hat in den letzten 12, 13 Jahren, das ist extrem beeindruckend gewesen. Der Zubin kennen wir sehr gut, sehr lange. Der war immer bei uns im Radarscreen. Er hat gesagt, einmal wird der CEO, der macht so einen guten Job. Er ist ein Motivator. Sein ganzes Management-Team ist über Jahre zusammen. Das sind hervorragende Leute, die werden angegangen, immer von anderen, von Mitbewerbern. Und alle sind da. Das ist ein grosser Teil natürlich dem Zubin Karia zu verdanken. Was sind seine Hauptaufgaben jetzt? Wir haben den Investoren versprochen, wir müssen Resultate liefern. Mit anderen Worten, wir müssen Resultate liefern. Der ganz grosse Fokus wird sein, zu schauen, dass wir 2016, 2017 wirklich die Resultate liefern. Das ist sein Hauptfokus. Kony wird sich verstärkt auf das Business-to-Business-Geschäft fokussieren. Wie wollen Sie bei den schwächenden Divisionen aus der Verlustzone kommen? Wir haben ja drei Divisionen. Die Division WFS läuft sehr, sehr gut. Wir haben die zweite Division GTD. Da haben wir auch gezeigt jetzt im dritten Quartal, dass wir die operativen Verbesserungen haben können machen. Und wir haben in der Tat eine dritte Division, die hat grosse Probleme. Wir glauben nicht, dass es eine Erholung gibt diesbezüglich in Japan. Darum haben wir entschieden, zu restrukturieren. Wir müssen die Kostenbasis um etwa 30 Millionen reduzieren. Und das müssen wir schnell machen. Das heisst, 2016 muss das gemacht sein, dass wir im 2017 auch wieder in der Division profitabel sind. Was verspricht sich Kony durch die neue Partnerschaft mit der chinesischen HNA Group? Dient sie vielleicht dazu, einen potenziellen Investor für die DTS zu finden? Es ist ja bekannt, dass China ein ganz wichtiger Markt ist für alle, auch im Travel-Sektor. Wir sehen, dass wir sehr erfreuliches Wachstum haben im Gruppenreisegeschäft, aber auch im GTD-Geschäft in China. Und wir sind seit längerer Zeit an Partnersuche, weil wir der Meinung sind, wir brauchen noch besser Anschluss an das Netzwerk dort im spezifischen Travel-Geschäft. Und H&A war immer ganz zuoberst. Das ist eine sehr erfolgreiche Unternehmung. Wir versprechen uns einfach nur schnelleres Wachstum in China, aber in den asiatischen Märkten insgesamt. Bezüglich Käufe oder solche Sachen, das ist überhaupt kein Thema. Wir schauen insbesondere, dass wir einfach die GTS-Division jetzt auch wieder recht in die profitable Zone bringen und H&A kann uns sicherlich helfen.